Herzlich willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Hier unsere Themen. Aufgeheizte Stimmung in Traiskirchen. Die Bürger haben kein Verständnis für linke Asyldemonstranten. Jeden Tag werden in Wien Dutzende Asylanten ausgesetzt. Ein Anrainer dokumentiert die Schleppertransporte in den Prater. Der Finanzminister macht den Urlaub teurer. Die FPÖ fordert die Abschaffung der Flugticketabgabe. Für eine aufgeheizte Stimmung sorgte eine Kundgebung der österreichischen Hochschülerschaft in der niederösterreichischen Gemeinde Traiskirchen, wo am Sonntag gegen die, Zitat, erbärmliche Umstände im dortigen Flüchtlingslager demonstriert wurde. Keine Freunde machten sich die Linken mit ihrer Aktion bei der ansässigen Bevölkerung, die von den Berufsdemonstranten regelrecht die Schnauze voll hat. FPÖ-TV begab sich auf einen Lokalaugenschein. Nicht mehr willkommen sind linke Berufsdemonstranten in Traiskirchen. Sichtlich verärgert sind die Einwohner der von Asylbewerbern geplagten Gemeinde. Nur mit einem massiven Polizeiaufgebot konnte eine Eskalation verhindert werden. Die Solidarität der Traiskirchner wurde überstrapaziert. Die Zustände im vollkommen überfüllten Flüchtlingslager wollen sie nicht mehr hinnehmen. Durch Demonstrationen fühlen sie sich sogar noch weiter provoziert. Ich glaube, das ist der Fehl am Platz eigentlich. Das heizt die Stimmung an. Wenn man sich in Traiskirchen umschaut, wie angespannt die Lage ist, ist es eher nicht zielführend. Wir finden es nicht gut, dass sie da stattfindet. Grundsätzlich okay, aber nicht da, wo die ganze Stimmung eh schon schlecht ist und zu kippen droht. Der junge Mann meint, wir sind angereist, auch aus Wien. Nein, wir sind von da. Und uns geht's auch nicht gut. Wirklich nicht. Es ist eine Katastrophe. Man kann weder auf einen Gehsteig in die Apotheken gehen, weil man muss als Österreicher oben auf die Straßen gehen und es kann nicht so weitergehen. Die demonstrieren komplett an der falschen Stelle. Die sagen, da dort ist Traiskirchen, da dort ist Wien und nicht Traiskirchen. Was haben wir denn da im Lager? Knappe 5000 Leute. Ja? Und großteils ledige Männer, Jugendliche, die können alle vom Lager aus. Das Lager kann eine Frauen, Kinder und Familien und sonst nichts. Wenn Sie alle Asyltouristen von hier wegbringen, dann haben Sie für die echten Flüchtlinge Platz genug. Die Hälfte wären keine echten Flüchtlinge. Die jungen Männer haben Betten, die liegen in ihren Betten und Frauen und Kinder liegen auf der Straße. Also wenn wir die echten Flüchtlinge hier behalten, dann haben die wirklich wunderbar Platz. Alle Frauen und Kinder, alle, die wirklich Hilfe brauchen, hätten hier Platz in Traiskirchen. Es soll nicht die letzte Demonstration dieser Art gewesen sein. Demnächst soll auch Landeshauptmann Erwin Bröll zu hören bekommen, was die Linken über ihn denken. Denn würde man die Insassen des Lagers Traiskirchen abziehen, dann wäre Niederösterreich das Schlusslicht unter allen Bundesländern. Und ich meine, als eine der nächsten Aktionen sollten wir dem Herrn Bröll in St. Pölten einen Besuch abstatten, damit er endlich seine Pflicht erfüllt. Es gibt Begeisterung auf der einen Seite, Ärger auf der anderen. Dazwischen den roten Bürgermeister, der vollkommen überfordert ist, und ein Flüchtlingslager, das weiter aus allen Nähten platzt. Nicht nur in Traiskirchen bleibt die Asylfrage weiter ungelöst. Weil Österreich aufgrund der EU-Gesetze seine Grenzen nicht mehr ausreichend kontrollieren darf, haben Schlepper leichtes Spiel, zahlreiche illegale Einwanderer in unser Land einzuschleusen. FPÖ-TV wurden Fotos übermittelt, die zeigen, wie das System der Schlepper arbeitet. Täglich kommen 300 Asylanten nach Österreich, musste Innenministerin Mikl-Leitner eingestehen. Und die Schlepper haben es offenbar leicht, ihre Passagiere in Österreich abzusetzen. Mit Autos gelingt es ihnen, unkontrolliert bis nach Wien zu gelangen, wo für die Flüchtlinge dann vorläufig Endstation ist. Das Muster ist zumeist dasselbe. Zwischen 5 und 7 Uhr in der Früh werden bis zu 30 Flüchtlinge im zweiten Wiener Gemeindebezirk beim Grünen Prater abgesetzt, wie ein besorgter Anrainer Tag für Tag dokumentiert. Die Kennzeichen der Schlepperautos stammen unter anderem aus Deutschland. Der Polizei gelang es aufgrund der Hinweise, verdächtige Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Der Flüchtlingsstrom bleibt dennoch ungebremst.
Kaum eine Steuer ist in Österreich so umstritten wie die vor einigen Jahren eingeführte Flugabgabe, auch Ticketsteuer genannt. Gerade jetzt in der Urlaubszeit sind wieder zahlreiche Österreicher betroffen. Die Abgabe belastet nicht nur die Fluggäste mit einer Verteuerung der Tickets, sondern auch die gesamte heimische Luftfahrtbranche mit weitreichenden negativen Folgeeffekten für den Standort Österreich. Die Flugabgabe gilt seit 2011 und beträgt je nach Entfernung zwischen 7 und 35 Euro pro Ticket. Zahlen müssen die Fluggesellschaften und damit die Fluggäste. Insgesamt bringt die Abgabe jährlich rund 100 Millionen Euro. Die Verteuerung der Tickets schadet jedoch der heimischen Tourismuswirtschaft erheblich. Doch auch Flughäfen leiden massiv. Besonders hart trifft es Österreichs Regionalflughäfen. Denn diese kämpfen um jede einzelne Verbindung, da die meisten Fluggesellschaften immer weniger daran interessiert sind, regionale Flugverbindungen zu bedienen. Klagenfurt und Linz stehen vor dem Aus, warnt der freiheitliche Verkehrssprecher Gerhard Deimek. Die Provinzflughäfen leiden noch immer. Ein Flughafen wie Linz, der eher Last- oder Frachtlastig ist, kann durch diese Abgabe in den kommenden Jahren zur Beendigung des Passagierbetriebs gezwungen werden. Die Abgabe führt zu einer massiven Firmenabwanderung und diese hat wiederum die Vernichtung von Arbeitsplätzen zur Folge. Das Argument, wonach eine Abschaffung der Steuer indirekt tausende Arbeitsplätze sowie eine Stärkung des heimischen Tourismus und damit wiederum höhere Steuereinnahmen bedeuten würde, blieb bis dato vom Finanzministerium ungehört. Wenn man nichts unternimmt, dann wird es so wie in der Vergangenheit weitergehen. Das heißt, dass eine Firmenzentrale nach der anderen schließt und in andere Länder, wie zum Beispiel die Slowakei, abwandert. Der Flughafen in Bratislava ist eine willkommene Alternative. Dort gibt es diese ganzen flugfeindlichen Umstände nicht. Daher fordert die FPÖ die sofortige Abschaffung der belastenden Flugabgabe und eine standortfreundlichere Politik, um den heimischen Luftverkehr wieder erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit dieser gerade zur Sommerurlaubszeit für viele Österreicher wertvollen FPÖ-Initiative verabschiede ich mich für heute. Auch nächsten Donnerstag sehen Sie ab 11 Uhr ein neues FPÖ-TV-Magazin. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.